kurze Geschichte des Wohnens. Ein Video von Segu Geschichte in Kooperation mit dem Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten, den die Körber-Stiftung seit 1973 ausrichtet. Die Menschen in Deutschland wohnen heute unterschiedlich. In Wohnblocks, in Ein- oder Mehrfamilienhäusern, in Alt- oder Neubauten. Auf 83 Millionen Einwohner kommen über 40 Millionen Haushalte. Inzwischen leben über 16 Millionen Menschen als Singles, also allein in einer Wohnung. Auf jeden Haushalt kommen durchschnittlich 2 BewohnerInnen. In den 1970er Jahren lebten in jedem Haushalt durchschnittlich noch 3 Personen, denen etwa 25 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung standen. 2020 waren es mit 47 Quadratmeter fast doppelt so viele. Dennoch, Wohnraum ist knapp und teuer. In vielen Städten ist es ein großes Problem, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Im Wohnen spiegeln sich, auch in der Vergangenheit, die sozialen Unterschiede der Menschen wider, auch wenn sie früher anders wohnten und lebten. Aber seit wann wohnen die Menschen? In der Jungsteinzeit, in Mitteleuropa also vor etwa 8000 Jahren, wurden die Menschen sesshaft und bauten erstmals feste Häuser. Die Langhäuser der Jungsteinzeit werden auch als Wohnstallhäuser bezeichnet. Hier wohnten viele Personen als Großfamilie oder Sippe, mit dem Vieh zusammen unter einem Dach. Der Bauernhof war über Jahrtausende, auch noch im Mittelalter und in der Neuzeit, in Mitteleuropa die vorherrschende Wohnform. Alle Arbeiten, die hauptsächlich der Erzeugung von Nahrungsmitteln dienten, fielen rund um das Haus an. Wohnstätte und Arbeitsstätte bildeten also eine Einheit. Im ganzen Haus lebten mehrere Generationen zusammen, daneben auch das sogenannte Gesinde, also die Mägde und Knechte. Der Vater war der Herr im Haus und der rechtliche Vertreter der Familie. Dies bezeichnet der Begriff Patriarchat. Das Gemälde aus dem 16. Jahrhundert zeigt eine idealisierte Form des ganzen Hauses auf dem Land. Menschen verschiedener Generationen lebten einträchtig zusammen mit den Tieren. Es gibt genug zu essen und der Maler suggeriert gute Stimmung. Das Bild täuscht aber darüber hinweg, dass das Leben auf dem Land oft hart und entbehrungsreich war. Erst im 19. Jahrhundert veränderte sich das Wohnen grundlegend. Das hat erstens mit dem Aufstieg des Bürgertums und zweitens mit der industriellen Revolution zu tun. Damals ging ein tiefer Riss durch die Gesellschaft. Denn die Industrialisierung hatte eine Spaltung der Gesellschaft in das wohlhabende Bürgertum auf der einen und die Arbeiterfamilien auf der anderen Seite zur Folge. Anders als im ganzen Haus trennten sich im 19. Jahrhundert sowohl im Bürgertum als auch bei den Arbeitern die Wohn- und Arbeitsstätte. Die eigenen 4 Wände erfüllten jetzt tatsächlich nur den Zweck des Wohnens. Dabei lebten meist nur noch 2 Generationen als Kernfamilie in einem Haushalt. Wie wohnten also die Menschen im 19. Jahrhundert? Die Fassaden der im Meyerschen Konversationslexikon abgebildeten Häuser machen auf den ersten Blick einen wohlhabenden Eindruck. Aber nur der kleinere Teil der Menschen, das Bürgertum, war tatsächlich wohlhabend und konnte sich solche Häuser oder Wohnungen leisten. Auffällig ist, dass die Fassaden damals aufwendig verziert waren. Eine moderne Architektur mit glatten, schnörkellosen Fassaden, wie wir sie heute kennen, gab es erst seit den 1920er Jahren. Wie sah es hinter den Fassaden aus? Das Familienkonzept der bürgerlichen Kernfamilie entwickelte sich bereits vor dem 19. Jahrhundert im städtischen Umfeld. Das Gemälde von 1843 zeigt das damalige Ideal der bürgerlichen Familie. Die Rollenverteilung war klar festgelegt. Der Vater war der Ernährer, die Mutter blieb zu Hause und führte den Haushalt. Die Väter gingen verschiedenen Beschäftigungen nach. Sie waren Unternehmer kleinerer oder größerer Betriebe oder übten Berufe aus, für die man studiert haben musste. In vielen bürgerlichen Familien gab es zudem Dienstpersonal. Das Dienstmädchen wohnte mit im Haushalt und musste bei den Hausarbeiten helfen. Dieses Gemälde eines Kinderzimmers aus dem Jahre 1889 macht deutlich, dass sich im Bürgertum auch ein neues Verständnis von Kindheit durchsetzte. Kinder mussten nicht mehr im Haushalt mithelfen. Immer größerer Wert wurde auf die Erziehung und Ausbildung der Kinder gelegt.
Und die Arbeiter? Während der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert veränderte sich das Alltagsleben der Menschen von Grund auf. Durch den Prozess der Arbeitsteilung verlagerte sich ein großer Teil der Arbeit in Industrie und Fabriken. Diese Arbeit war anstrengend und gefährlich, wie hier auf dem berühmten Gemälde von Adolf von Menzel zu sehen. Oft mussten die Arbeiter weite Wege auf sich nehmen, um zu Fuß zu den Fabriken zu kommen, denn es gab weder Fahrräder, Autos noch einen öffentlichen Nahverkehr. Deshalb zogen die Menschen dorthin, wo es Arbeit gab, vor allem in die stark anwachsenden Städte. Diesen Prozess nennt man Urbanisierung. Lebten um 1800 noch etwa 3/4 der Menschen auf dem Land, waren es 1910 nur noch etwa 40%. Im selben Zeitraum stieg die Bevölkerung in Deutschland von 25 auf 64 Millionen an. Den starken Bevölkerungsanstieg Berlins während der Industrialisierung macht der Vergleich zweier Stadtpläne deutlich. Diese Karte zeigt die Stadt im Jahr 1837. Zur besseren Orientierung: Der rote Kreis markiert das Brandenburger Tor. 1837 hatte Berlin etwa 280.000 Einwohner. 60 Jahre später waren es 6-mal so viele, fast 1,7 Millionen Menschen. Die Stadt breitete sich rasant aus, wie der Stadtplan vom Ende des 19. Jahrhunderts deutlich zeigt. Das schnelle Wachstum der Städte und Industrieregionen führte zu großen sozialen Problemen, denn unter den Arbeiterfamilien herrschte große Wohnungsnot. In Berlin wurden in den Bezirken um das Stadtzentrum in großem Tempo Wohnblocks, die sogenannten Mietskasernen, errichtet. Charakteristisch war die sehr dichte Bebauung der Wohnviertel mit engen Hinterhöfen. Ende des 19. Jahrhunderts waren 50% der Wohnungen in den Mietskasernen Berlins solche Hinterhofwohnungen. Die Wohnbedingungen und die hygienischen Zustände in den Arbeiterwohnungen waren aus heutiger Sicht katastrophal. In den Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen lebten durchschnittlich 4 bis 5 Personen. Es gab weder fließendes Wasser noch Badezimmer. In vielen schlecht beheizten Wohnungen, besonders in den Kellerwohnungen, breiteten sich Schimmel und Ungeziefer aus. Toiletten gab es entweder auf dem Hof oder mussten sich von den Mietern einer Etage geteilt werden. Weil die Menschen kaum Geld hatten, vermieteten sie ihre Betten, wenn sie nicht selbst darin schliefen, an die sogenannten Schlafgänger, also Fremde, die kurzfristig einen Schlafplatz suchten, wie hier auf der Zeichnung von Heinrich Zille zu sehen. Das Bild zeigt eine stillende Mutter und 7 Kinder, die sich den Raum mit dem, Zitat, späten Schlafburschen teilen mussten. Erst im 20. Jahrhundert entspannte sich die Wohnsituation allmählich, nachdem auch von staatlicher Seite die Notwendigkeit erkannt worden war, die soziale Frage in den Städten zu lösen und den Bau billigen Wohnraums staatlich zu fördern. In vielen Städten wurden große Wohnsiedlungen mit für Familien gut geschnittenen und günstigen Wohnungen gebaut. Die sogenannte Frankfurter Küche von 1926 zeigt den Wandel hin zu funktionalen Wohnräumen. Sie gilt als der Urtyp der Einbauküche. Der Zweite Weltkrieg hatte, nicht nur in Deutschland, die Zerstörung von Millionen von Wohnungen zur Folge. Nach dem Krieg herrschte besonders in den Großstädten extremer Wohnungsmangel. Als Notunterkünfte entstanden vielerorts die sogenannten Nissenhütten, also einfachste Behausungen mit einem Wellblechdach. Die Behebung des Wohnraummangels dauerte viele Jahre. Sowohl in der DDR als auch der Bundesrepublik setzten die Städteplaner dabei seit den 1960er Jahren auf Hochhaussiedlungen, die unabhängige Satellitenstädte mit eigener Infrastruktur bildeten. Das Familienkonzept der bürgerlichen Kernfamilie erreichte zu dieser Zeit seinen Höhepunkt. Dabei lebten 75% der Menschen als Kernfamilie mit Kindern. Inzwischen ist dieser Anteil zugunsten anderer Lebensformen, wie zum Beispiel Singles, kinderlosen Beziehungen oder Wohngemeinschaften, auf gut 50% zurückgegangen. Auch in Zukunft wird sich das Wohnen weiter verändern. Aktuelle Trends sind beispielsweise das ökologische Bauen oder nachhaltiges Wohnen auf kleinem Raum, wie es sich die Tiny-House-Bewegung zum Ziel setzt. Fest steht, Wohnen bleibt ein Spiegel gesellschaftlicher Verhältnisse und ist heutzutage oft auch Ausdruck individueller Lebensgestaltung.